Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem, was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, und dass Muhammad sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wasallam. Wir fahren fort mit dem Buch Manhaj al-Salikin wa Tawdih al-Fiqh fi al-Din von Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah. Und im letzten Unterricht begannen wir ein neues Kapitel. Und zwar das Kapitel über die Niederwerfung der Vergesslichkeit bzw. der Unachtsamkeit und der Rezitation und der Dankbarkeit. Der Autor erwähnte diese drei Niederwerfungen und die Regeln diesbezüglich in einem Kapitel. Er begann mit der Niederwerfung der Vergesslichkeit bzw. der Unachtsamkeit. Und wir erwähnten diesbezüglich, was der Sheikh rahimahullah erwähnt hat, und zwar, dass derjenige, der im Gebet eine Säule des Gebets hinzufügt, wie eine Tat der Säule des Gebets hinzufügt, wie zum Beispiel ein Rukur oder ein Sujud oder ein Stehen oder ein Sitzen, dass diese Person sich niederwirft für diese Unachtsamkeit, diese Vergesslichkeit im Gebet. Es gibt aber einen Unterschied, wie wir erwähnt haben, zwischen dem, der sich, während er diese Hinzufügung macht, währenddessen erinnert, und zwischen dem, der das erst am Ende des Gebets bzw. nach dem Gebet sich daran erinnert. Was haben wir gesagt? Dass derjenige, der sich während der Hinzufügung erinnert, was muss er machen? Beispielsweise, er steht zur fünften Raka auf. Was hat er hinzugefügt? Noch nicht die ganze. Er hat was hinzugefügt? Ja. Das Aufstehen. Richtig, das Stehen. Da jetzt erinnert er sich, dass er in der fünften Raka ist. Was muss er tun? Er muss sofort zurück. Er muss diese Hinzufügung sofort verlassen. Diesen Fehler muss er verlassen. Er ist im zweiten Rukur. Wie viele Rukur gibt es? Einen. Und im Mond- und Sonnenfinsternisgebet? Zwei. Außerhalb des Mond- und Sonnenfinsternisgebets, wenn er im zweiten Rukur sich befindet, was macht er? Direkt in die Niederwerfung. Weil es keinen zweiten Rukur gibt. Er muss diese Hinzufügung verlassen und sofort in die Position gehen, die jetzt eigentlich gemacht werden muss. Und so weiter. Wenn man aber, und natürlich am Ende des Gebets, verrichtet man diese zwei Niederwerfungen der Vergesslichkeit. Diese zwei Niederwerfungen der Vergesslichkeit. Wenn jetzt aber jemand am Ende des Gebets sich daran erinnert, dass er in der ersten Raka zum Beispiel dreimal sich niedergeworfen hat oder zweimal sich verbeugt hat oder sogar erst nach dem Gebet, was muss er dann tun? Nur die Niederwerfung. Noch etwas anderes dazu? Nein, er muss nur sich zweimal niederwerfen für diese Unachtsamkeit bzw. für die Vergesslichkeit. Und der Beweis diesbezüglich, den wir erwähnt haben, ist der Hadith von Ibn Mas'ud, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam einst Salat al-Duhr 5 Raka gebetet hat. 5 Raka gebetet hat. So fragten die Sahaba radiallahu anhu, ob das Gebet mehr wurde. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er fragte danach, was ist das? Warum sagt ihr das? So sagten sie, du hast 5 gebetet. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ich bin nur ein Mensch wie ihr. Ich erinnere mich, so wie ihr euch erinnert. Und ich vergesse, so wie ihr vergesst. Ibn Mas'ud sagte, danach warf er sich zweimal für die Vergesslichkeit nieder. Wir beendeten den letzten Unterricht mit einer Frage. Und zwar, was ist, wenn jemand in die dritte Raka, zur dritten Raka aufsteht, in einem Gebet, das gekürzt wird? Beispielsweise, einer ist auf der Reise. Und die dritte Raka
ist für den Reisenden bei Dhuhr, Asr und Isha eine Hinzufügung, weil man diese Gebete kürzt. Muss er jetzt zurückkehren oder darf er das Gebet vervollständigen? Er darf das Gebet vervollständigen, weil es mustahab ist, zu kürzen. Wer sagt noch was? Sheikh Al-Uthaymin sagt, dieses Thema ist aufgebaut auf der Meinung bezüglich dem Kürzen. Wenn man sagt, das Kürzen ist Pflicht, dann muss man zurückkehren. Er sagte, und dies ist die Meinung von Abu Hanifa und von Ahl al-Dhahir, yani al-Dhahiriyya. Was sagen sie? Das Kürzen des Gebets für den Reisenden ist Pflicht. Und derjenige, der auf der Reise vollständig betet, ist, als ob jemand Dhuhr 8 Raka'at gebetet hat. Weil er das Doppelte gebetet hat. Und gemäß der Meinung, dass das Kürzen nicht Pflicht ist, sondern was? Erwünscht. Zudem sagen wir, sagte Sheikh bin Uthaymin, dass er die Wahl hat zwischen dem Vervollständigen und zwischen dem Zurückkehren. Wenn jemand vervollständigen sollte in dieser Situation, macht er sein Gebet nicht ungültig. Und wenn er zurückkehrt, ebenfalls nicht. Er sagte aber, die korrekte Meinung ist, dass man zurückkehren soll. Dass man was? Zurückkehren soll. Warum? Weil diese Person das Gebet begann, während er 2 Raka beten wollte. Während er was? 2 Raka beten wollte, so soll er 2 Raka beten und nichts hinzufügen. Gemäß was? Seiner Absicht. Und er verrichtet aber was? Die 2 Niederwerfungen für die Vergesslichkeit. Anderes Thema. Jemand betet im Qiyam al-Layl. Und Qiyam al-Layl wird wie gebetet? 2, 2. So wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Salatul Layli was? Methna, methna. Ja, das Nachtgebet, das Gebet in der Nacht ist 2, 2. Jetzt vergisst aber der Betende und steht zur Dritten auf. Muss er zurück? Sheikh bin Uthaymin sagt, er muss zurück. Und wenn er nicht zurückkehrt, ist sein Gebet ungültig. Warum? Weil er absichtlich hinzufügt. Er sagte, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte was? Das Nachtgebet ist 2, 2. Ja, ganz klar. Und deshalb sagte der Imam Ahmed explizit, dass derjenige, der im Nachtgebet zur dritten Raka aufsteht, genauso ist wie jemand, der im Fajr-Gebet zur dritten Raka aufsteht. Bedeutet also was? Dass derjenige, der nicht zurückkehrt, wenn er sich natürlich daran erinnert, dass sein Gebet ungültig wird. Dass sein Gebet was? Ungültig wird. Aber der Sheikh sagt, mit Ausnahme vom Witrgebet. Denn beim Witrgebet ist es erlaubt für den Menschen, mehr als 2 zu beten. Man betet 2 und dann 1. So sagt er, wenn jemand also mit 3 vollständigen, verbundenen Rakat das Witr betet, ist es erlaubt. Das heißt, wenn jetzt jemand das Gebet beginnt, mit dem Witrgebet, mit der Absicht, 2 zu beten und dann Salam zu geben und dann 1 noch zu beten, sagt er, dann aber vergisst und zur dritten aufsteht, ohne Salam zu geben, so sagen wir zu ihm, vervollständige die dritte. Vervollständige was? Die dritte, weil es erlaubt ist, beim Witrgebet mehr als 2 zu beten.
Zitat Ende von der Sheikh bin Uthaymin. Dies ist also was bezüglich dem Hinzufügen beim Gebet. Beim was? Beim Hinzufügen von einer Tat, welche eine Säule ist vom Gebet. Danach kam der Autor zum Weglassen von diesen Dingen. So sagte er, dass wenn jemand etwas von diesem Erwähnten weglässt, was war das Erwähnte? Stehen, verbeugen, niederwerfen, sitzen, eine Säule des Gebets von den Taten. Er sagte, wenn jemand etwas von dem Erwähnten weglässt, dann holt er es nach und wirft sich für die Vergesslichkeit nieder. Das heißt also, dass der Betende, wenn er eine Säule der Säulen des Gebets, welche von diesen Erwähnten sind, dass er diese verrichtet und sich dann was niederwirft für die Vergesslichkeit. Und natürlich auch mit den anderen Säulen, welche was Aussagen sind. Weil die Säulen, haben wir gesagt, müssen verrichtet werden. Die Säulen fallen nie weg. Weder durch Unwissenheit, noch durch Vergesslichkeit und schon gar nicht absichtlich. Das heißt, jemand, der eine Säule unterlässt von den Säulen des Gebets, muss sie verrichten und danach was machen? Zweimal sich niederwerfen. Aber hier gibt es ebenfalls eine Unterscheidung, wann man sich daran erinnert. Wann man sich daran erinnert. Beispielsweise, jemand steht zur vierten Raka'a von Dhuhr auf. Und dann erinnert er sich, dass er in der dritten Raka'a sich nur einmal niedergeworfen hat. Nachdem er was schon mit dem Lesen begonnen hat. Er steht jetzt in welcher Raka? In der vierten. Und hat schon angefangen mit der Fatiha zu lesen. Jetzt erinnert er sich, dass er einen Sujud von der Raka, die davor war, der dritten, was vergessen hat. Was muss er tun? Er kehrt zurück und macht danach Sujud Sahw. Einige der Gelehrten sagen, dass wenn man die nächste Raka'a erreicht hat, dass man nicht zurückkehrt. Und dass die letzte Raka'a ungültig wird. Und diese Raka'a in dieser Situation jetzt, welche ist? Die dritte. Einige sagen das. Dass wenn man in der nächsten Raka'a mit der nächsten Raka angefangen hat, dass man nicht mehr zurückkehrt. Der Sheikh bin Uthaymin sagt aber, dass diese Person zurückkehrt, sich hinsetzt zwischen den beiden Niederwerfungen, sich niederwirft und dann weiterbetet. Solange man nicht die gleiche Position bzw. die gleiche Säule, die man vergessen hat, nicht wieder erreicht hat von der nächsten Raka. Bedeutet also was? Jemand ist nach dem ersten Sujud von der dritten Raka aufgestanden, zur vierten. Was hat er unterlassen? Das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen und die zweite Niederwerfung. Er steht jetzt. Jetzt erinnert er sich. Ich habe mich nur einmal niedergeworfen. Der Sheikh bin Uthaymin sagt, er kehrt zurück. Setzt sich für das Sitzen zwischen den beiden Niederwerfungen. Er verrichtet den zweiten Sujud. Und dann betet er von dort weiter. Er betet von dort weiter. Weil all das, was er,
all das, was nach dem Unterlassenen, nach der unterlassenen Säule verrichtet wurde, ist ungültig. Warum? Weil wir die Reihenfolge einhalten müssen. Wenn also die Reihenfolge nicht eingehalten wird, ist alles nach der unterlassenen Säule ungültig. Das heißt, er kehrt zurück, holt es nach und muss von dort an weiterbeten. Solange er aber was? Nicht die gleiche Position wieder erreicht hat. Wenn er jetzt also in der vierten Raka im zweiten Sujud sein sollte. Den zweiten Sujud hat er von der letzten Raka was vergessen. Er ist jetzt, kommt er zum zweiten Sujud von der nächsten Raka. In dieser Situation kehrt er nicht zurück. Warum? Weil das Zurückkehren in diese Situation keinen Sinn hat. Es ist genau die gleiche Position. Es ist genau die gleiche Position. Dann wird also was? Die nächste Raka, die vierte Raka in dieser Situation, wird für ihn die dritte. Die vorherige wird sozusagen was? Aufgelöst. Beziehungsweise diese zwei Raka werden miteinander verbunden. Es wird eine. Das heißt, er befindet sich jetzt in der dritten Raka. Weil er von der dritten Raka den zweiten Sujud unterlassen hat. Als er weitergebetet hat und zum zweiten Sujud der vierten Raka gekommen ist, wurde die vierte Raka die dritte Raka. Ja, dann macht er gerade das nächste. Er muss nicht wiederholen. Er muss dann eine noch, die vierte dann, es wird automatisch die dritte. Und dann muss er natürlich weiterbeten, weil er nur drei hat. Richtig, er muss weiterbeten. Na. Wenn die Person aber über diese unterlassene Säule erst nach dem Salam Bescheid weiß, nach dem Salam, dann beispielsweise jemand ist mit dem Gebet fertig und erinnert sich, dass er in der zweiten Raka einen Sujud nicht verrichtet hat. In dieser Situation sagen die Hanabila, dass diese eine Raka, in der er diese Säule nicht verrichtet hat, ungültig ist und somit diese eine Raka nachholt. Und sich danach für die Vergesslichkeit was? Niederwirft. Und sich danach für die Vergesslichkeit niederwirft. Das ist, wenn er sich kurz nach dem Salam erinnert. Wenn aber die Zeit schon lange verstrichen ist, dann sagen die Ulama, dass das ganze Gebet wiederholt wird. Nicht nur diese eine Raka, sondern das ganze Gebet. Ja, beispielsweise, du gibst Salam und du erinnerst dich, oh, ich habe einen Sujud vergessen in der zweiten Raka. Holst du diese eine Raka nach und gibst den, machst den Sujud für die Vergesslichkeit. Wenn jetzt aber schon lang die Zeit verstrichen ist und du erinnerst dich, oh, in dem Gebet habe ich nur einmal mich niedergeworfen in der zweiten Raka, dann betest du das ganze Gebet noch einmal. Du wiederholst das ganze Gebet. Und dies ist bezüglich was? Dem Unterlassen von einer Säule, von den Säulen des Gebets. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß es am besten. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.